Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Das letzte Mal haben wir einen Max-Tech-Konvoi überfallen, um Songbird da rauszuholen. Nur hat sie oder eine wilde KI der Blackwall die Kontrolle an sich gerissen und ist dann mit dem Wagen hier in diese seltsame Militech-Basis reingerauscht. Wir sind dann natürlich hinterher, haben am Ende nochmal kurz mit ihr gesprochen und sie wirkt jetzt erstmal nicht so, als wäre sie sehr erfreut, dass wir ihr hinterher sind. Aber jetzt auf jeden Fall müssen wir ihren Blackwall-Spuren folgen. Und dann hoffen wir mal, dass wir sie finden und retten können. Deswegen scheint es hier weiterzugehen. Mal gucken. Okay, da ist auch irgendwie eine Spur. Oh Mann, das sieht so krass aus, wie das hier in der Luft rumglitscht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir gleich ein wenig Besuch bekommen. Dass hier auch keine Musik ist oder sowas. Das ist super creepy. Wieder diese seltsamen Spuren. Sie muss hier vorbeigekommen sein. Also müssen wir hier runter. Sie hat uns komplett abgeschnitten. Sie oder irgendwas, was sie hier aufgeweckt hat. Und wir dringen fröhlich immer tiefer und tiefer ins Herz der Dunkelheit vor. Sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Der Plan ist immer, uns beiden das Leben zu retten, Johnny. Uns beiden? Oder doch nur dir? Wie? Was ist los? Sie ist hier. Sie verbindet sich mit dem Relic, aber sie ist nicht allein, glaube ich. Ist es die Blackwall? Johnny? Johnny? Die Übertragung vollständig. Berichtigungslos. Hat sie uns jetzt wieder von Johnny abgeschnitten? Songbird. Hier gibt es auf jeden Fall noch Loot. Auch die Türen, die öffnen sich so langsam. Aha, noch ein paar Eddies. Was passiert hier?
Schön, feindlicher Bereich. Sind wir hier? Sollen wir hier sein? Deinem Plan fehlte der Mut. Meiner war effektiv. Du hast mich benutzt. Krieg dich wieder ein. Was zum? Wir beide wissen ganz genau, dass du in die Ecke getrieben wurdest. Und bis ich bekomme, was ich will, bleibst du da auch. Bring mir die Daten vom Cynosure Mainframe. Dann. Und nur. Lässt du mich gehen? Was soll das, Songbird? Ist das Teil deines Plans? Mir das zu zeigen? Dir was gezeigt. Unsere Verbindung. Fragmente meiner Erinnerungen. Witzig. Die eine Person, der vertraute. Die mich verriet. Es war ein Anzeige zurück. Okay, dann hat sie das anscheinend nicht absichtlich gemacht. Da geht es weiter. Hier auch? Nein. Oh, ich glaube, da drüben steht sie. Und sie läuft einfach weg. Was ist das hier für ein Trip? Und das war nur der Weg da wieder rein. Ich will mich nur gründlich umschauen, dass wir hier auch nichts übersehen. Was können wir hier benutzen? Ah, das Terminal. Alpha und Bravo. Zugriff verweigert. Sperrprotokoll ist aktiv. Oder auch nicht. Und welches Datenterminal ist das hier?
Alpha und Bravo sind beide im Serverraum. Und sie sind hier. Das heißt, einmal runter und dann nach rechts. Fest verschlossen. Sie hat alle Wege verriegelt. Oh, und wie kommen wir da rein? Sperrprotokoll ist aktiv. Remote-Kontrolle über Datenterminals Alpha und Bravo. Gut, dass hier eine Stärke von 3 ausreicht. Das Sperrprotokoll in der Einrichtung wurde über die Hauptdatenfestung von einem aktiven Kernbenutzer initiiert. Bitte unterbrechen Sie das Protokoll nicht, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Doch. Willst mich nicht durchlassen, hm? Dann schmeiß ich dich halt aus den Systemen. Okay, dann hacken wir uns rein. CE955. Datenterminal Alpha deaktiviert. Sperrprotokoll für Wartungsgänge abgebrochen. Sperrprotokoll ist aktiv. Remote-Kontrolle über Datenterminal Bravo. Das ist ja dann das auf der anderen Seite. Oh, Songbird. Ich glaube, sie hat einfach schon zu viel von den... Oh! Von den KIs abbekommen. Die hinter der Black Wall gelebt haben. Flüstern in der Dunkelheit. Ich erzähle Ihnen nächstes Mal alles in unserer Sitzung, aber ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie besser, wenn ich Ihnen das jetzt schon mal schreibe. Ich darf natürlich keine Details nennen, Konzerngeheimnisse, Geheimhaltungsverträge und so weiter und so fort, aber ich bin hier eingesperrt und ich fühle mich... Es hat alles mit einem Summen in meinem Ohr angefangen, wie ein weit entferntes Jammern, aber irgendwann habe ich in diesem Geräusch Worte herausgehört. Ja, ich weiß, akustische Halluzinationen und so, Klassiker, aber nachts, wenn ich nicht einschlafen kann, habe ich das Gefühl, dass etwas versuchen will, mich zu verstehen. Irgendetwas. Was genau, das weiß ich nicht. Ich höre es in den Monitoren, in den Kabeln, in den Wänden, Flüstern in der Dunkelheit, aber nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Brauche ich neue Medikamente, frische Luft oder bin ich jetzt einfach nur durchgeknallt? Viele Grüße, Deezer. PS.
Danke, dass Sie mir erlaubt haben, Ihnen zu schreiben. Bitte antworten Sie nicht. Wir können in unserer nächsten Sitzung in Ruhe über alles sprechen. Okay, haben die Leute von Militech hier diese KI-Tests mit mehreren Personen gemacht? Also das klingt ja so ein bisschen nach dem, was Songbird auch gerade durchmacht. Wie können wir jetzt das Datenterminal zerstören? Vitek ist so gut gegen physischen Schaden geschützt. Gewalt bringt da nichts. Es muss eine andere Lösung geben. Vielleicht da unten? Nein, Songbird. Ich bring das zu Ende. Datenterminal Bravo deaktiviert. Neues Sperrprotokoll partiell. Sie wollte. Ich hoffe. Ich. Jetzt ist es. Zu spät. Ah! Fuck. Was ist das denn? Sechs HP. Scheiße. Notfallaktivierung sekundärer Datenterminals. Zugriff auf andere Sektoren. Ja, zu einfach. Kommt der jetzt von da? Finde Datenterminal Sierra und Victor. Wir müssen jetzt noch zwei weitere zerstören, während das Ding uns verfolgt, oder wie? Oh Mann. Für so ein Spiel war ich aber nicht bereit. Oh, eine Einrichtungskarte. Ja, und wo sind wir hier? In welchem Raum? Bis du aufwachst, hast du alles hinter dir. Mir ist schwindelig. Ich glaube, ich habe Angst. Was, wenn ich nicht besser werde? Die Narkose beginnt zu wirken. Alles gut, Zoe. Entspann dich und mach die Augen zu. Siehst du das, Doc? So schön. Jetzt zähle von 10 runter für mich. 10, 9, 8. Patientin ist sediert. Fangen wir an. Oh shit. Oh, gewaltsam öffnen, das wäre jetzt gar nicht gut. Auch viel zu laut. Vor uns ist die Verwaltung. Und Sierra und Victor sind dann also
Mist. Du versuchst, das Unverwundbare zu verwunden. Wir machen das schnell. Nicht gut. Okay, das passiert also, wenn man geschnappt wird. Wie schön. Dann rennen wir jetzt einfach. Das geht nicht. Der Terminal ist im Arsch. Kann man aber reparieren. Muss nur den Strom umleiten. Ich leite hier keinen Strom um. Doch du stellst die falschen Fragen. Vielleicht verlierst du deshalb alle, die du liebst. Nicht bewegen, nicht bewegen. Hier in diesen kleinen Raum kann das Ding doch nicht rein, oder? Okay, es klettert wieder hoch. Perfekt. Und hier können wir auch, glaube ich, tatsächlich das Zeug umstellen. Hey. Das ist so spannend. Schon. Oh Scheiße. Du bist völlig verrückt, verdammt. Aber das wusstest du, oder? Wir haben irgendwas gelootet. Was ist das? Cerebus Wartungseinheit. Unglaublich, was die vor dem Crash schon gebaut haben. Fortgeschrittene Sensoren, wärmebeständige Panzerung, Hydraulik. Aber unter Kontrolle der Black Wall. Und das haben sie jetzt auf uns gehetzt. Ist das Datenterminal? Das muss irgendwo da drüben in dem Raum sein. Da ist es. C55BD. Oh Gott, ich glaube, ich hör's. Ja. Du schindest nur Zeit. Die Zeit läuft dir davon. Dir bleibt keine Zeit. Verstehst du es wahrlich nicht? Hör ich auf sie! Also, das erinnert mich hier so ein bisschen an Alien Isolation. Das habe ich bei einem lieben Freund, dem Lightcatcher, mal im Stream gesehen und ich merke, das taugt mir ja so überhaupt nicht. Aber jetzt müssen wir noch in den Sicherheitsraum. Victor.
Der ist dann irgendwo dort drüben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Verkriechen wir uns lieber nochmal hier. Wenn du existierst, wirst du gefunden. Ich höre es schon wieder rumstapfen. Direkt hinter der Mauer dort. Das kommt nicht hier rein, oder? Oh Mann. Und dass es ein ganzes Spiel gibt, das so funktioniert, das würde mich ja mental einfach komplett fertig machen. So, das ist die Werkstatt. Lagerwartungsbereich. Wir müssen... Ich habe auch komplett den Überblick verloren. Oh Gott. Du suchst nach Antworten, doch du stellst die falschen Fragen. Vielleicht verlierst du deshalb alle, die du liebst. Ah. Oh mein Gott. Doch weg. Aber von hier kommen wir ja nicht weiter. Wie kamen wir denn zurück? Ah, hier sind wir wieder im Hauptbereich. Serverraum. Und dahinter im Sicherheitsraum ist dann das letzte Terminal. Schließen, 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 schließen. Du schindest nur Zeit. Die Zeit läuft dir davon. Dir bleibt keine Zeit. Verstehst du es wahrlich nicht? Hör mich auf sie! Nein, ich verstehe es wirklich nicht. Gott! Also, wenn wir jetzt hier im Serverraum sind, müssen wir hier raus? Nur ist das Ding gerade hier hochgeklettert. Und dann einmal nach links. Echt gemein, dass man darauf nicht ballern darf. Serverraum. Da. Sicherheitsraum, da müssen wir hin.
wo ist hier das Terminal? Da. Oh nein, das Ding kommt. Wir müssen uns hier irgendwie verstecken. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Kommt das hier rein? Jetzt schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. 1C, BD, 1C, E9. Nein, 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 nein. Das Ding ist immer noch hier. Ich dachte, das wäre deaktiviert. Was ist denn das hier für eine Episode? Jetzt aber bitte öffnen. Komm schon. Schnell, schnell. Können wir das nicht noch irgendwie zumachen? Nein. Nein. Versuch es nicht. Oh Gott, das Ding kommt uns nach. Finde ein Versteck. Ja, du bist gut. Komm schon. Oh mein Gott. Geh auf, geh auf, geh auf. Bitte, bitte, sag nicht, dass es noch weiterkommt. Ich will das schließen. Okay.
Okay, hier gibt es anscheinend noch irgendwie Spuren von ihrer Erinnerung. Oh Mann, na gut. Hier vielleicht. Irgendeine kaputte Datei. Huch. Übertragung 2 ist aufgetaucht. Rudimentär, sind so schwach, sind so zerbrechlich. Leicht zu zerstören, sie werden nicht damit rechnen. Oh, oder konnte man da noch irgendwas sehen? Hier war wirklich nichts mehr, oder? Dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. So wahr mir Gott helfe. Oh, so wahr mir Gott helfe. Und jetzt? Lerne. Mach dich nützlich. Reed wird dir helfen. Und egal, was du brauchst, du bekommst es. Willkommen in der FIA. Nein. Müssen wir dadurch? Ah, da drüben ist noch ein Labor. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Nein. Da kommen wir auch nicht durch. Ich dachte zuerst vielleicht, dass das ein Hinweis, dass wir hier irgendwie durch müssen. Oh Mann, oh Mann. Abschaltsequenz des Kerns im Notfall. Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz des Kerns vor einer plötzlichen Trennung von der Infrastruktur und dem Netzwerk sieht die Abschaltsequenz des Kerns für Notfälle Folgendes vor. Vor dem Ausschalten des Kerns müssen alle Subsysteme deaktiviert werden. Falls das Deaktivieren der Subsysteme über die Konsolen im Kontrollraum aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, muss jedes Subsystem über sein eigenes individuelles Terminal deaktiviert werden. Falls ein Terminal beschädigt wurde, muss der Administrator-Modus benutzt werden. Wenn diese Methode aus irgendwelchen Gründen fehlschlägt, können die Subsysteme manuell deaktiviert werden. Warnung: Diese Methode ist nur als Notlösung gedacht, da sie das System beschädigen kann. Okay, also Subsysteme deaktivieren, dann, wenn es nicht geht, über ein individuelles eigenes Terminal und wenn es beschädigt ist, dann den Administrator-Modus nutzen. Gott, müssen wir das jetzt nochmal machen? Sind erstmal alle online. Mist. Okay, 2 sind kaputt. 3 sind kaputt. Naja, immerhin 50%. Notstromversorgung deaktiviert. Lüftungssysteme deaktiviert. Luftfiltersysteme deaktiviert.
Schiffsspeicherzentren gelöscht. Achtung! Stark erhöhtes Risiko neuraler Schäden bei der Verbindung zum Cyberspace. Na schön. Und ich befürchte, hier müssen wir dann in der nächsten Folge einmal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.